Von Shin Godzilla hatte ich bis zu einem bestimmten Tag lediglich Gerüchte gehört. Bis zu dem Tag, an dem ich mit dem lieben Pandaman und euch zusammen auf Twitch den Film angeguckt hatte. Und ich muss sagen, ich bin seitdem nicht nur vom Film, sondern auch von der Figur Shin Godzilla an sich wirklich begeistert. Die Figur hat einfach eine bestimmte Ausstrahlung und das, obwohl er ja wirklich so leer ist. Interessantes Thema eigentlich. Und ich möchte heute mit euch über einen noch interessanteres Thema sprechen. Denn es geht in diesem Video um bestimmte Entwicklungsphasen von Shin Godzilla, die wir im Film nicht gesehen haben, die noch von einer sehr frühen Phase der Planung des Films sind. Und tatsächlich kommen hier bestimmte Entwicklungen vor, die ihr mir wahrscheinlich nicht glaubt, wenn ich euch einfach nur erzählen würde. Deswegen habe ich natürlich die Quellen in die Kommentare reingepackt und ich zeige euch jetzt hier die verrückten und wirklich interessanten Verwandlungen von Shin Godzilla, die wir so nicht gesehen haben. Viel Spaß mit dem Video. Dann fangen wir einfach mal an mit den ja uns schon bekannten Konzepten. Dieses Bild hier, naja, zeigt eben die Actionfiguren beziehungsweise Sammelfiguren von Shin Godzilla. Das sind auch die verschiedenen Stadien, die wir eben im Hauptfilm sehen durften. Und das sind schon wirklich coole Evolutionen der ganzen Sache. Dann haben wir hier noch, ja gut, Figuren vom Ende des Films quasi. Achtung, Spoiler, wird aber hier eingeblendet sein, beziehungsweise im Titel drin stehen. Hier wird auf jeden Fall gespoilert werden, was den Film angeht. Das hier sehen wir auf jeden Fall am Ende von Shin Godzilla. Hier ist das Ganze noch ein bisschen weiter gedacht quasi, dass diese Figur zeigt uns eben einfach noch, was passiert wäre, wenn Shin Godzilla zum Ende des Films nicht eingefroren worden wäre. So, hier haben wir dann noch eine kleine Fanzeichnung, die uns jetzt einfach mal zeigt, wie Shin Godzillas Entwicklungsphasen abgelaufen hätten sein können. Die letzten beiden finde ich ein bisschen extrem an den Haaren herbeigezogen. Wir haben jetzt hier eben die erste Shin-Form, wo er noch quasi ein Fisch war, dann die zweite Shin-Form, die kennen wir ja schon, die dritte und vierte kennen wir auch. Und die fünfte war kurz vorm Entstehen im Film, als dann eben Shin Godzilla eingefroren wurde. Die anderen beiden sind eben nicht offiziell. Das heißt lediglich von Fans oder von einem Fan designt. Die sehen sehr cool aus. Wir können auch gerade mal darauf eingehen, was die eben so bedeuten könnten. Zum einen, ich verstehe eben nicht, warum sich Shin Godzilla hier von einer Menschenform zurück in eine Echsenform hätte verwandeln sollen. Man sieht aber eben, dass er hier wohl ganz viele Eier legen kann. Das sieht mir aus wie Eier. Und dann damit wahrscheinlich Nachkommen zu erzeugen. Und das hier ist dann eben einfach eine übermächtige Ultra-Version. Ist ganz nett. Ist ganz nett, wenn ihr glaubt, das ist schon verrückt, was ihr hier seht, dann seht euch einfach mal folgende Bilder an. So, hier haben wir eine Konzeptzeichnung, die zeigt, dass Shin Godzilla sich hätte durch eine Zellteilung, quasi wie eine Zelle, hätte selber aufteilen können in mehrere Godzilla und hätte deswegen keine Fortpflanzung gebraucht. Das ist schon mal sehr interessant, dieses Konzept. Wurde eben komplett über den Haufen geworfen. Auch vom Design her sieht man ja, dass Shin Godzilla so nicht ausgesehen hat. Dann folgendes. Dieses Design hier ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Wie gesagt, Quellen sind alle unten drin. Das war eine sehr frühe Variante einer Idee, wie Shin Godzilla hätte ganz zum Schluss aussehen können, quasi in Menschenform. Was man damit bezweckt hat, ich weiß es nicht. Es sollte vielleicht mehr so ein Hink sein, dass die Evolution von Shin Godzilla auch letztendlich menschlich wird. Sieht für mich mehr aus wie so ein Anime-Charakter. Ich muss hier immer an Obito aus Naruto denken. Bin hier froh, dass das Ganze nicht so passiert ist. So, jetzt kommen wir ganz kurz zum Hauptteil. Ich zeige euch jetzt nämlich alle Konzepte, die für Shin Godzillas acht geplante Formen in einer ganz, 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 ganz frühen Phase der Planung vorkommen sollten. Und werde die aber mit einbauen in die Formen, die wir im Film gesehen haben. Das heißt, wir fangen gerade mal mit der ersten Form an. So.
Hier haben wir ein ganz schönes Konzept nochmal, wo wir eben auch den zellgeteilten Godzilla sehen und hier so eine Kaulquappe irgendwie. Nein, ganz kurz noch, das ist sogar falsch. Wir fangen noch viel früher an. Denn ein noch viel früheres Konzept, sogar noch vor der Kaulquappe, war die sogenannte Preform. Das Ganze ist wirklich auch als Preform aufgelistet gewesen. Und die sah eben so aus. Das sind eben die Bilder, die man davon hat. Das Ganze sieht aus für mich wie so ein Urzeitkrebs. Kennt ihr die früher aus diesen Heftchen, wo man selber Urzeitkrebs züchten konnte? Ich habe es nie geschafft. Ich glaube immer noch, da waren einfach nur Steine drin. Aber so soll er wohl am Anfang ausgesehen haben. Das kann auch immer noch ganz gut sein. Das passt auch gut in die Geschichte rein, wie wir sie eben kennen. Und nachdem er dann eben diesen ganzen atomaren Müll konsumiert hat, hat er dann angefangen zu wachsen. Das hier ist eine weitere Konzeptzeichnung eben, so eine Mischung aus Kaulquappe und irgendwie zusammengerolltem Echsentier. Eine Kaulquappe. Sieht einfach aus wie eine Kaulquappe im Endeffekt. Hier dann eben mal ein Größenvergleich. Diese Kaulquappe war auch schon riesig gewesen. Hier sehen wir an der Seite nämlich wohl ein Schiff. Und da ist der Schatten der Riesenquappe. Die sollte es nämlich auch schon in sich gehabt haben, von der Größe her tatsächlich. Und das wäre dann eben so die Präform gewesen, quasi die Form, bevor Shin Godzilla angefangen hätte, sich zu entwickeln. So, dann kommen wir eben dann zur zweiten Form. Die zweite Form haben wir auch schon im Film gesehen. Die zweite Form ist quasi die erste Form, die wir im Film dann wirklich mit eigenen Augen gesehen haben. Dieses komische Vieh, was ich persönlich als die unheimlichste Shin Godzilla Form betrachte, weil er einfach so komisch läuft. Er läuft ja nicht mehr, er kriecht so ganz seltsam, ihm fliegt dieses Blut aus den Kiemen raus und er ist einfach, er ist einfach ein richtiger Free Godzilla. Und naja, er kann eben noch nicht laufen. Das lernt er dann aber mit der dritten Form, die wir auch im Film kennenlernen, diese rote Form. Es ist auch wirklich, wirklich ein hässliches Tier, ne? Und hier ist mir aufgefallen an dem Bild, dass er auch wirklich so eine Art Kängurubeutel hier vorne zu haben scheint. Man könnte auch einfach nur jetzt hier auf dem Bild so sein und dass das Ding vielleicht auch zum Atmen da ist, wie so eine Lunge, die so aufgeht. Da habe ich jetzt im Film gar nicht so drauf geachtet. Auf jeden Fall, diese Form haben wir auch schon im Film gesehen. Die vierte Form haben wir ebenfalls im Film bekommen. Das ist dann eben die Form, die dann nicht mehr komplett rot ist und dann so ein bisschen dunkler ist. Und die Form, die mit Abstand eine der schönsten Szenen hat, die ich zumindest in den Godzilla-Filmen generell bis jetzt gesehen habe. Ich habe noch nicht allzu zu viele Filme gesehen, aber auch der Panda-Mann, gerade mal kurz in Werbung, abonniert ihn hier oben auf den Info-Button klicken und ihn gerne abonnieren. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Sogar der Panda-Mann war von der Szene sehr begeistert und der kennt sich in Sachen Godzilla wirklich sehr, sehr gut aus. Ist eine unfassbar schöne Szene. Ist eben die vierte Form. Ich rate die Form jetzt hier gerade mal ein bisschen runter, die wir gesehen haben, weil, oh Gott, da kommt noch was und ihr werdet euch denken, was zum Teufel haben die Macher bei dieser Idee wirklich zu sich genommen, um auf diese Idee zu kommen. Ich sage dann aber auch mal ganz zum Schluss, warum ich der Meinung bin, dass das gar nicht so eine doofe Idee gewesen wäre. Aber sie hätte in den Film nicht reingepasst. Einfach aus Längen, aus zeitlichen Gründen, bin ich der Meinung. So, jetzt kommen wir schon mal zur Form 5. Und die ist schon mal recht interessant. Da gibt es auch verschiedene Konzepte. Das ist eben diese Form, die schon mehr Richtung Mensch geht mit ganz viel Fantasie. Das haben wir eben am Ende vom Film ja schon gesehen, dass das die nächste Verwandlung von Shin Godzilla gewesen wäre. Dass er quasi diese Wesen hier entwickelt hätte oder ausgebrütet hätte, wie auch immer, ist schwer zu erklären, was dieses Vieh wirklich macht. Der Panda-Mann hat mir auch erzählt, dass eine Fantheorie rumkursiert, dass der Schwanz ein in dem Tier verwachsener Wal wäre. Das Bild hier zeigt auch nochmal relativ gut, dass das wirklich sein könnte. Ich finde, der Kopf sieht wirklich aus wie der von einem Wal. Und da das hier eben nicht der Kopf von Shin Godzilla ist, ne, das ist hier der Schwanz hinten, ist es auf jeden Fall schon mal nicht der Kopf von Shin Godzilla. So viel kann man schon mal dazu sagen. Hier haben wir dann eben noch ein Konzept, wo diese Tiere irgendwie so ein Loch in der Mitte haben,
Es wird eben sehr, sehr, sehr Science-Fiction-mäßig. Hier haben wir dann auch noch mal diese Kreaturen, die mich auch wieder an Obito aus Naruto erinnern, tatsächlich, die aber auch dann diese Schuppen auf dem Rücken haben, wie sie eben auch bei Godzilla zu sehen sind. Und ja, es wird halt immer mehr Richtung Alien irgendwie, immer mehr Richtung Science-Fiction gebracht, das Ganze. Ich finde die Konzeptzeichnungen relativ cool, verstehe aber auch, warum sie das dann nicht umgesetzt haben. Weil das einfach tatsächlich das Thema Godzilla nicht mehr aufgreifen würde. Das wäre nicht mehr Godzilla. Das heißt, wenn es ein Shin Godzilla 2 geben würde, könnte man damit weitermachen mit diesen Verwandlungen. Aber den Film dann auch wirklich Shin Godzilla 2 zu nennen, wäre natürlich Quatsch, weil es geht eben nicht mehr um Shin Godzilla. Shin Godzilla Evolution wäre ein Name. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, an dem ich mir gedacht habe, wir sind jetzt erst bei der sechsten Form. Was soll denn danach noch kommen? Und jetzt haltet euch fest. Godzilla, ich erkläre mir das Ganze so, warum das überhaupt passiert. Also, Godzilla ist ja hier in einer menschlichen Form. Weil Godzilla, zumindest Shin Godzilla, passt sich ja immer den Umständen an. So, aber auch der Mensch ist natürlich sehr verletzlich. Wir haben eben nur den Vorteil, dass unsere Genetik relativ clever ist. So. Godzilla müsste aber dann irgendwann feststellen, okay, er ist immer noch aber anfällig für bestimmte, sagen wir so, er kann eben sterben. Godzilla kann eben sterben. So, und um das Ganze zu entgehen, müsste Godzilla mehr oder weniger in eine bestimmte Form zurückgehen, nämlich, und jetzt kommt's, in diese Form. So, was sehen wir jetzt hier? Diese Form ist beschrieben als eine Zellform von Shin Godzilla. Das bedeutet, er wird teilweise flüssig oder irgendwie zu einer Art Mousse und kann dann, wie auf dem nächsten Bild zu sehen ist, ganze Häuser befallen. Wie ein Virus, nur eben, dass er auch auf Objekte sich ausbreiten kann. Er befällt Objekte. Er kann ganze Berge befallen. Das Bild hier oben mit dem riesen Godzilla-Kopf. Das soll eben zeigen, wie diese Masse einen kompletten Berg eingenommen hat. Godzilla kann also sich mit der Erde in Einklang bringen. Ja, er kann mit der Erde eine Art Fusion durchführen. Das ist schon extrem abgefuckt. Das ist schon extrem abgefuckt. Hier hätte man einfach sagen können, okay, den Grundgedanken versteht man, aber hier hätte man ja schon sagen können, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, wir lassen das einfach mal. Aber nein. Sie wollten ja noch eine siebte Form einbringen. Und die siebte Form spielt mit dem Gedanken, dass Godzilla in seiner Glibberform irgendwie die Erde hätte verlassen können. So, in diesem Fall ist dieses Bild hier entstanden, das eben zeigen sollte, dass Godzilla in der Lage ist, auch außerirdisches Leben zu befallen. So, das heißt, nicht einfach nur auf der Erde, sondern intergalaktisch könnte er Leben befallen und eben Leben verändern und auch zu Mutationen bringen. Die Idee an sich ist ja gar nicht so verkehrt, dass Godzilla nachdem er eben die Erde komplett einnehmen kann, ist die nächstlogische Lösung einfach, ey, weiterzumachen, weiterzugreifen, nach den Sternen zu greifen, im wahrsten Sinne des Wortes, und ganze Planeten einzunehmen. Mit seiner, ja, mit seiner komischen neuen Virusform, die er da erlangt hat. Allerdings wäre das nur halbherzig, die Grundidee durchgedacht. Hätte man wirklich Form 6 noch eingefügt, hätte man gesagt, das ist auf jeden Fall zu viel. Hätte man Form 7 noch eingefügt, das wäre dann auch wieder zu weit gedacht. Dann geht es auf einmal ins Weltall. Das Thema Godzilla wäre überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Konzept 8 ist das mit Abstand übertriebenste Konzept dieser ganzen Godzilla-Entwicklung, aber es macht dem Ganzen dennoch irgendwie einen schönen runden Abschluss. Denn Folgendes hätte passieren sollen. Godzilla hätte als nächste logische Konsequenz, wenn er sich auch über die verschiedenen Planeten des Universums hätte ausgebreitet, zu einem Omniwesen werden sollen. Das bedeutet, er wäre überall zu jeder Zeit. Shin Godzilla wäre das ultimative Lebewesen, das für Leben
und Tod oder zumindest für Leben verantwortlich wäre. Shin Godzilla kann Leben erschaffen, das haben wir ja selber schon im Film angeteasert gesehen. Shin Godzilla wäre dann eben für ganze Galaxien verantwortlich und würde ganze Galaxien mit Leben füllen. Das würde dann wohl so aussehen, da gibt es zwei Konzeptzeichnungen, einmal gab es die hier und dann die andere fand ich wesentlich cooler, auch wenn sie um einiges übertriebener ist. Das wäre die hier. Und das war mal ein ganz früher Plan, wo dieser Film hinführen sollte. Wow. So, und warum ich jetzt immer gesagt habe, dass ich finde, dass das Ganze eigentlich eine schöne Abrundung gewesen wäre. Da hätte man aber einen wesentlich längeren Film draus machen sollen, weil man hätte natürlich auch zeigen müssen, wie kommt Shin Godzilla überhaupt ins All, wie befällt er verschiedene Planeten, wie entwickelt er sich weiter, bis er halt eben dieses Omniwesen wird, das Leben erschafft. Und ich finde das einfach eine schöne, schön poetisch und einfach auch so, so typisch paradox, wie unser Universum einfach auch funktioniert. Dass Shin Godzilla entstanden ist, weil die Menschen nicht in der Lage sind, ihren eigenen Planeten zu beschützen oder ihren eigenen Planeten einfach nicht zu vergiften. Der Mensch zerstört seinen eigenen Planeten. Der Mensch zerstört Leben. Shin Godzilla taucht auf. Shin Godzilla zerstört die Menschheit. Und dadurch wird ein Omniwesen geschaffen, das wieder für Leben in Galaxien sorgt. Ich finde das einfach von der Denkweise her unfassbar gut. Das hätte mir vielleicht als Film nicht ganz gefallen. Wie gesagt, das ist total übertrieben, total überzogen. Aber ich finde das vom reinen Denken her total poetisch. Zu sagen, die Kreatur, die geschaffen wurde durch Zerstörung, durch Tod, ist letztendlich dafür da, um Leben neu zu schaffen. Finde ich nur eine sehr schöne Philosophie, die, naja, für uns natürlich nicht so gut ausgegangen ist, aber wie gesagt, mir gefällt das Ganze an sich, ist total übertrieben. Ihr könnt das Ganze gerne in den Quellen unten nochmal abchecken. Ich habe euch auch mal ein Video verlinkt von einem amerikanischen YouTuber, der sich auch mit dieser Thematik beschäftigt hat. Ein bisschen ausführlicher sogar noch als ich jetzt hier, aber wie gesagt, ich finde es einfach eine ganz interessante Sache und bin allerdings aber auch sehr froh, dass es eben nicht so weit gekommen ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ob ihr das gerne im Film gehabt hättet, ob ihr das, die Idee an sich okay findet oder ob ihr einfach sagt, das ist vielleicht eine Scheiße. Ja. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich fand das sehr interessant, als ich das erste Mal gesehen habe und dann die ersten Berichte darüber gelesen habe, von diesen Konzeptzeichnungen auch. Wow. Da ist viel Fantasie dahinter und das zeigt mir einfach, dass diese Idee hinter dem ganzen Godzilla-Mythos auch keine Grenzen kennt. Noch haben wir Grenzen davor. Wenn wir diese Grenzen erstmal lösen, bekommen wir ein unfassbar großes Monsterverse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, es war vor allem informativ. Und ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Und würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video und meine persönliche Kritik zum Film Shin Godzilla kommt natürlich auch noch. Ich habe jetzt ein bisschen vorweggenommen, da ich den Film so oder so schon mag. Allerdings gehe ich da eben noch ein bisschen gezielter auf ein paar Story-Details ein und kann auch ein paar Sachen nennen, die mir nicht so gefallen haben. Das war es auf jeden Fall erstmal jetzt mit dem Video und ich würde sagen, wir sehen uns dann eben wieder im nächsten. Bis dann. Ciao.